Heute werden wir über einen sehr schrecklichen und vor allem mysteriösen Fall sprechen. Wir werden darüber sprechen, was Missy Bevers passiert ist. Missy Bevers war eine Fitnesstrainerin, welche am 18. April im Jahr 2016 gegen ca. 3.30 Uhr am Morgen ihren Fitnesskurs vorbereitete. Als gegen 5 Uhr morgens die ersten Kursteilnehmer in den Raum kamen, fanden sie Missy Bevers am Boden. Sie war extrem verletzt und hatte Anzeichen davon, dass sie definitiv brutal angegriffen wurde. Doch bis der Krankenwagen ankam, war Missy nicht mehr am Leben. Und über genau diesen Fall werden wir heute sprechen und uns sogar die echten Überwachungskameraaufnahmen des Tatortes anschauen. Und in dem Sinne, was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Bevor wir mit dem Video loslegen, würde ich sagen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück. Zudem möchte ich mich bei dem heutigen Sponsor des Videos bedanken, und zwar handelt es sich heute um sekimall.com, welche mir dieses wunderschöne Mikrofon von Feefine zugeschickt haben. Doch der Onlineshop bietet nicht nur elektronische Produkte an, sondern ebenfalls Produkte für den Innen- und Außenbereich. Zudem machen sekimall.com jeden ersten Sonntag im Monat immer eine Rabattaktion auf der Seite, also checkt es auf jeden Fall aus. Und wenn ihr dieses Mikrofon selber mal ausprobieren möchtet von Feefine, dann geht ihr einfach mal auf den Link, den ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt habe. Und mit dem Code FeefineDennis bekommt ihr nochmal 27% obendrauf. Also für die Leute, die schon immer ein Mikrofon wollten oder sich am Überlegen waren, ein Mikrofon zu holen, Preis-Leistungs-Verhältnis, mega Ding, findet ihr alles unten. Ich freue mich schon mega, da wir heute das Mikrofon das gesamte Video lang nutzen werden. Und in dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank sekimall.com, dass ihr dieses Video gesponsert habt, und jetzt würde ich sagen, let's go mit dem Fall von Missy Bevers. Fangen wir ganz von vorne an. Missy Bevers wurde im Jahr 1970 in Texas geboren. Schon mit jungen Jahren war sie wirklich ein sehr, sehr glückliches Kind, sehr freundlich und vor allem extrem selbstbewusst, hat man natürlich später über sie erzählt. Sie hatte also nie wirklich Probleme, neue Personen kennenzulernen und allgemein Freunde zu finden. Im Jahr 1998 heiratete Missy Brandon Bevers, und gemeinsam bekamen sie im Jahr 2001, 2003 und 2007 drei gemeinsame Töchter, und Missy war der Meinung, in dieser Zeit einfach zu Hause zu bleiben und die Kinder aufzuziehen. Nach einigen Jahren fand sie ihre Leidenschaft im Fitnessbereich, und einige Jahre später wurde sie sogar Fitnesstrainerin. Im Jahr 2016 lebte Missy, welche zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt war, gemeinsam mit ihrem Mann und ihren drei Töchtern in Dallas, und zu diesem Zeitpunkt führte sie und leitete sie Fitnesscoachings. Doch diese fingen immer sehr, sehr früh an, also das waren wirklich Kurse für Frühaufsteher. Diese Kurse leitete sie in einer Kirche an der sogenannten Creekside Church in Midlothian, also in Texas. Am 17. April im Jahr 2016 postete Missy etwas in ihre Fitnessgruppe, weil sie hatte so, ihr müsst euch das so vorstellen, sie hatte so eine Fitnessgruppe, eine Kursgruppe, da waren ihre ganzen Teilnehmer immer drin, und da postete sie immer die ganzen Updates zum Kurs, wenn mal irgendwas verschoben wird. Und an diesem Abend postete sie ein Bild und schrieb dazu, egal wie das Wetter morgen wird, denn es sollte am nächsten Tag nämlich regnen, ist egal, ob es regnet oder nicht, das Training findet statt und wir ziehen das gemeinsam durch. Gegen 4.30 Uhr am Morgen kam sie an der Kirche an und bereitete in einem Raum den gesamten Kurs vor. Und diese Kameraüberwachungsaufnahmen, welche das Innere der Kirche zeigen, wurden nur kurz bevor sie ankam gemacht. Auf diesen Aufnahmen sehen wir eine Person, welche mit gefälschten SWAT-Klamotten, also des Sondereinsatzkommandos, durch die Kirche läuft und alle Räume überprüft. Laut der Polizei sei es schwer herauszufinden, ob es sich hierbei um einen Mann oder eine Frau handelte. Die Person musste diesen Ort gekannt haben. Zudem kann man gut erkennen, dass diese mysteriöse Person nach irgendjemand oder etwas suchte. Ja, und kurz nach 5 Uhr morgens wurden mehrere Notrufe gewählt, und diese wurden aus dem, ja, Zimmer, wo eigentlich der Kurs mit Missy stattfinden sollte, getätigt. Denn die Teilnehmer, welche eigentlich am Kurs teilnehmen wollten und in das Zimmer, in den Raum reinkamen, wo Missy eigentlich immer um 5 Uhr morgens den Kurs leitet, ja, fanden Missy regungslos und nicht ansprechbar am Boden liegen. Und in diesem Moment alarmierten sie natürlich den Notruf, wie ich gerade schon gesagt habe. Doch als die Polizei und die Ärzte ankamen, war Missy nicht mehr am Leben.
Relativ schnell war klar, dass Missy ermordet wurde, denn sie hatte sehr, sehr viele Stichwunden am gesamten Körper. Zudem gab es Anzeichen dafür, dass sich Missy gewehrt haben muss und mit dem Täter höchstwahrscheinlich gekämpft hat. Anfangs ging die Polizei davon aus, dass es sich bei dem ganzen Fall um einen Einbruch gehandelt haben muss und Missy zu diesem Zeitpunkt einfach, ja, wie sagt man, zur falschen Zeit am falschen Ort war. Doch das widerlegte sich relativ schnell, nachdem die Polizei die Überwachungskameraaufnahmen angeschaut hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren die einzigen Hinweise, welche die Polizei noch hatte, Aufnahmen von einem Auto, welches nur ein paar Stunden vor der Tat vor der Kirche kurz anhielt und da ein bisschen hin und her fuhr. Und das war's. Das Problem war nur, dass man auf den Aufnahmen nicht wirklich erkennen konnte, wer in dem Auto sitzt und um was für ein Auto es sich handelte. Zudem gab es ein Geschäft, welches direkt neben der Kirche war. Und dieses Geschäft offenbarte die Überwachungskameraaufnahmen, welches die eben an ihrem Gebäude hatten, der Polizei. Und dort konnte man das Auto nochmal etwas besser sehen. Doch die Polizei konnte nie rausfinden, wer der Fahrer dieses Fahrzeugs war. Irgendwann gingen die Ermittler davon aus, dass es sich bei der Person, bei dem Täter, um eine Person handeln musste, die Missy wirklich konkret als Ziel gesehen hatte und höchstwahrscheinlich auch eine Person gewesen sein muss, welche Missy sehr gut kannte. Und bei solchen Fällen werden ja sehr oft die Lebenspartner verdächtigt. Und Missys Mann kam auch erst 2 Tage nach dem Mord nach Hause, da er mit seinem Bruder auf einem Angeltrip in Mississippi war. Nach einer Zeit beschlossen die Ermittler, noch tiefer in Missys Leben rumzuwühlen und nachzuforschen. Und man kam zu dem Entschluss, dass der Täter Missy sehr gut gekannt haben muss. Und damit meine ich sehr gut. Unter anderem fand man raus, dass Missy und Brandon finanzielle Probleme hatten. Zudem muss irgendetwas mit einer Affäre in ihrer Ehe, ja, gewesen sein. Da man konnte nicht so ganz rausfinden, wer, doch irgendjemand muss den anderen Partner betrogen haben. Anfangs richteten alle die Finger auf Brandon, auf ihren Ehemann. Alle gingen davon aus, er muss irgendwas damit zu tun haben. Doch es gab noch eine weitere Person, welche sehr, sehr nah zu Missy war. Und das war der Vater von Brandon. Randy Bevers, welcher der Vater von Brandon war, wurde ebenfalls von der Polizei, ja, zu einer Befragung eingeladen. Und auf diesem Video, auf diesen Aufnahmen hier, sehen wir Randy, den Vater, wie er zur Polizeiwache läuft. Und fällt euch auf, wie er läuft? Seine Gangart? Ziemlich ähnlich wie die Gangart des Mörders in den Videoaufnahmen der Kirche, nicht wahr? 4 Tage nach dem Mord schmiss Randy Bevers, also der Vater von Brandon, ein extrem blutverschmiertes Frauenshirt in einen Waschsalon. Dieses blutverschmierte Sportshirt wurde von dem Waschsalon relativ schnell bei der Polizei gemeldet, welche dieses Shirt natürlich direkt beschlagnahmten und Randy zur Rede stellten. Randy sagte aber, das Blut sei von einem Hund gewesen, da sie, die hatten selber irgendwie einen Hund und da soll es zu einem Konflikt gekommen sein mit 2 Hunden und das sei anscheinend das Blut gewesen von einem der Hunden, von diesem Kampf. Laut des Durchsuchungsberichts der Midlothian-Polizei konnte die Polizei ein Frauenshirt in Größe 2XL konfiszieren, welches von Missy Bevers Schwiegervater zu einem lokalen Waschsalon gebracht wurde. Sie können es hier auch deutlich lesen, denn hier steht Frauenpullover voll mit Tierblut. Randy Bever als auch sein Sohn waren gerade erst hinter mir bei der Polizeiwache. Laut Randys Aussagen soll er 4 Shirts zum Waschsalon gebracht haben. 3 davon waren Männershirts und 1 davon war das Frauenshirt mit Blutflecken. Noch am selben Tag, also am 22. April, meldete der Waschsalon dies der Polizei. Randy Bever selbst sagte, das Blut sei Tierblut. Er hat mit uns gesprochen und hat ebenfalls erklärt, dass das Blut Tierblut ist, da deren Chihuahua in einen Konflikt mit einem anderen Hund geraten ist. Er sagt, er hätte bereits bei der Polizei ein Geständnis abgegeben und sein Sohn hat gerade eben die Situation vor dem Polizeirevier für uns erklärt. Es war der Chihuahua. Sie gerieten in einen Hundekampf. Das ist alles, was ich sagen werde. Ich brauche etwas zu trinken. Die Polizei machte mit dem Blut auf diesem Shirt natürlich auch einen DNA-Test und es konnte nicht ganz bestätigt werden, ob es menschliches oder tierisches Blut war. Zudem waren sie bei der zuständigen Tierärztin, welche immer für den Hund der Familie zuständig war,
Und sie sagte, ja, Randy kam zu mir und hat einen verletzten Hund gebracht. Der Waschsalon hatte ihr Shirt als ein Frauen-2XL-Shirt gelistet. War das nur ein Missverständnis? Was? Der Waschsalon hatte ihr Shirt als Frauenshirt gelistet. Ja, meine Frau, das Shirt meiner Frau, hatte Blutflecken. Das Shirt meiner Frau hatte auch Blutflecken. Wir beide hatten Blutflecken am Shirt. Sie hatte Blutflecken an ihrem und ich an meinem. Also gab es 2 Shirts mit Blutflecken. Ja. Es wurde aber nur 1 aufgelistet. Wo ist das 2? Bei dem Waschsalon. Also der Besitzer des Salons ruft an und sagt, ich weiß es nicht. Ich kenne das Gespräch zwischen der Person und der Polizei nicht. Ich weiß nicht, was beredet wurde. Also sie sagen, da sei Blut an 2 Shirts. Ja, da war Blut an 2 Shirts. Randy, als auch sein Sohn Brandon, hatten beide anscheinend ein relativ gutes Alibi. Denn Randy, der Vater, war in Kalifornien anscheinend rumreisen und unterwegs. Und Brandon, wie er vorher schon gesagt, mit, Fischen in Mississippi. Doch das hielt, wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, die Leute nicht davon ab zu denken, dass diese beiden irgendetwas mit dem Mord zu tun haben. Auch wenn sie es vielleicht selber nicht begangen haben, könnten sie eventuell wissen, wer es getan hat. Und es gab noch ein paar weitere Menschen, welche für die Polizei ins Auge fielen und relativ interessant waren. Bobby Henry. Hallo, wie geht es dir? Die Midlothian-Polizei hatte einen Durchsuchungsbeschluss für sein Haus angefordert. Ich dachte, jemand will mich verarschen. Sie sagten, kommen Sie raus. Ich kam raus und da standen 8 Polizeibeamte, voll ausgerüstet und bewaffnet. Und ich war einfach nur geschockt. Der Bericht sagt, dass Henry sehr ähnlich laufen würde und er anscheinend Zugriff zu ähnlichen Klamotten hätte, welche der Täter trug. Ich erzählte ihnen von Anfang an, ich kenne diese Frau nicht, noch nie davor den Namen Missy Bever gehört. Er bestand den Lügendetektortest, sein Alibi stimmte und Monate, nachdem er im Gefängnis saß und Tage nach unserem September-Interview, ließ man ihn frei. Wie ihr es gerade schon mitbekommen habt, soll Henry Missy nie gekannt haben und keine Ahnung gehabt haben, wer diese Frau war. Und nach einem Lügendetektortest, kam raus, dass er die Wahrheit sagte und er wurde dann mehrere Monate später freigelassen und seine kompletten, die sind ja dann immer so eingetragen, die Leute im Polizeiregister wurde natürlich auch gelöscht und er kam frei und hatte mit dem ganzen Fall nichts zu tun. Es gab noch eine weitere Person, welche ebenfalls ins Auge der Ermittler fiel und das war April Sanderwell. Sie war eine Frau, welche ein paar Mal bei Missys Workouts mitgemacht hatte. Und sie soll sich in der Nähe des Verbrechens rumgetrieben haben, in der Zeit, wo eben diese Tat vollbracht wurde. Zudem hatte sie einen gebrochenen Fuß, was unter anderem diese spezielle Gangart des Täters erklären könnte. Zudem sagte man auch, dass sie sich ein Auto gemietet haben soll, welches sehr ähnlich aussah wie das Auto, welches man in den Kameraaufnahmen sah. Doch nach einem langen Interview und Gespräch mit den Ermittlern hat man sie wieder freigelassen, da die Ermittler und die Polizei der Meinung waren, dass sie nichts mit diesem Fall zu tun hat. Was ist also Missy Bevers passiert? Wer war diese maskierte Person und warum war sie allgemein in SWAT-Klamotten, also in Sondereinsatzklamotten, gekleidet? Oder war es nur ein Einbruch und Missy war zur falschen Zeit am falschen Ort? Aber wenn es ein Einbrecher gewesen ist, warum sollte er in solchen Klamotten durch diese Kirche laufen? Zudem, wenn wir uns die Aufnahmen anschauen, es sieht nicht aus, als wäre die Person auf der Suche nach irgendwelchen Gegenständen, sondern sieht vielmehr so aus, als würde diese merkwürdige Person nach jemand Bestimmten suchen oder nach etwas Bestimmten suchen. Meiner Meinung nach sieht es auch aus, als würde der Täter einfach nur warten, bis irgendeine bestimmte Person kommt, die er im Visier hat. War Missy vielleicht sogar Opfer eines Auftragskillers, welcher von irgendeiner Person beauftragt wurde, welche sie sehr gut kannte? Es sind extrem viele Fragen, ihr merkt schon, und der Fall ist einfach mega unklar, da man einfach nicht weiß, wer das war, was dort vorgefallen ist und wer wirklich dahinter steckt. Viele denken bis heute noch, dass der Killer eventuell der Vater ihres Mannes war. Doch das Problem ist nur, dass er anscheinend ein handfestes Alibi hatte. Doch wenn wir uns die Aufnahmen anschauen, wo er in das Polizeirevier reinläuft und uns die Aufnahmen von der Überwachungskamera anschauen, wirkt die Gangart, wie die Person läuft und es wirkt einfach identisch.
Aber scheinbar hatte die Person ein handfestes Alibi. Es gab auch Vermutungen, dass Missy von einer Person umgebracht wurde, die sie selbst gar nicht kannte. Eventuell von einem Stalker. Man weiß es nicht. Und im Jahr 2018 wurde der Fall von 9 Ermittlern weitergeführt, welche unter anderem $50.000 bieten, also eine Belohnung für Informationen, die zur Beendigung des Falls führen. Bis heute wissen wir nicht, was passiert ist, wer diese mysteriöse Person in der Kirche war, doch ich hoffe, dass wir irgendwann rausfinden, was passiert ist und die Wahrheit ans Licht kommt. Würde mich natürlich wieder sehr interessieren, was ihr zu diesem Fall sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Was glaubt ihr, ist dort passiert? Wer war der Täter? Habt ihr irgendwelche Vermutungen? Vielleicht wisst ihr ja mehr als ich. Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst es mich wissen. Und in dem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr wieder am Start wart, Friends. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für den ganzen Support. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr dies noch nicht getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Friends. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.